Hallo und herzlich willkommen. Heute geht's endlich weiter in Everspace 2, respektive für mich geht's weiter. Ich habe das dazu mal im Early Access gespielt, also als noch in der Entwicklung war. Mittlerweile wurde das Spiel veröffentlicht. Das ist momentan in der Version 1.1.3.6.8.5.7 erhältlich. Ich habe hier noch alte Speicherstände von dazumal, wo es eben entwickelt wurde. Ich werde aber komplett neu anfangen. Es wird sogar empfohlen, dass man neu anfängt. Ich könnte dort weiter probieren. Ich habe jetzt nur eigentlich die Einstellungen, Grafikeinstellungen gemacht und ich würde sagen, ich quatsche jetzt nicht noch länger rum, sondern ich starte direkt. Ich bin gespannt, wie es wurde. Ich hoffe, ich kann euch vielleicht den einen oder dem anderen das Spiel auch schmackhaft machen. Ich freue mich auf jeden Fall unheimlich. Es ist so ein bisschen, ja, eigentlich ein bisschen Diablo im Weltall, sozusagen. Und ich denke, wenn man so alles erkundet und so weiter, hat man etwa 40 Stunden locker, wo man da spielen kann. Ich werde jetzt ein neues Spiel machen. Aha, sehr einfach, normal. Schwierig, sehr schwierig. Ich werde mal auf normal starten. Es kann sein, dass ich dann nochmal kurz ins Menü switchen muss oder in den Einstellungen. Vielleicht muss ich das Pad noch ein bisschen anpassen. Mal schauen. Ja gut, ich hoffe, ich habe die Kamera so platziert, dass nichts überdeckt vom User Interface. Ah, ich freue mich riesig. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die Steuerung geht. Auf LS beschleunigen. Verdammt. Warte mal, das passt mir schon jetzt nicht. Vertikaldrehung, Rollenneigung. Ich muss gerade schauen. Eines von beiden. Was ist los? Die Booster sind blöd. Blockiert. Kann jemand aussteigen und schieben? Hey Ben, hier hinten ist jemand liegen geblieben. Verstanden. Wir treffen uns. Kameraneigung. Bei seinem Chef. Okay, ich glaube, jetzt habe ich es richtig dann. Vertikale Drehung. Vertikale Kameradrehung. Nein, das ist es nicht. Okay.
Ist das nur die Kamera? Warte mal. Was ist los mit dem Ding? Kein Problem. Kann ich reparieren. Na also, geht doch. So gut wie neu. Danke, Ben. Ich habe fast keine Nanobots mehr. Sag mal, wie läuft's mit deinem Schiff? Nur der übliche Verschleiß. Erzähl mir nicht, dass du noch einen Mobilitätscheck machen willst. Wir wollen doch nicht riskieren, dass dein Schiff mitten in einem Kampf auseinanderfällt, oder? Also gut, tu dir keinen Zwang an. Zeig mir erstmal zwei hübsche Strafes. Links und rechts. So. Und noch einer. Und jetzt hoch und runter. Ich kann dein Grinsen förmlich hören. Ist es nicht schön, zu LB und LP, okay. Jetzt ein paar Rollen. Okay, warum nimmt es jetzt das nicht? Meint der oben unten oder was? Ich habe keine Ahnung, warum das nicht geht. Ich schnall's nicht. Eins. Ah, man muss draufbleiben, warte mal. Zwei. Ach so. Zum Schluss noch einen letzten Strafe. Mit einem Boost nach rechts. Ach, so geht das, okay. Für das Ausweichen von Raketen würde ich dir 4 von 9 Punkten geben. Ja, gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, mit was für einem Schrotthaufen du da rumfliegst. Warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Vertikale Kameradrehung. Kameraneigung. Erzähl das mal Callahan. Ich wette 10 Credits darauf, dass er damit droht, diese Schicht von unserem Gehalt zu streichen, wenn wir ihn nicht einholen. Nein, er ist ein Idiot, aber so schlimm auch wieder nicht. Die Wette gilt. Dann sollten wir ihn nicht warten lassen. Nur noch 8 Schichten. Hast du dich endlich für eine Heimatwelt entschieden? Ja, Eden 12 soll's sein. Der Name ist lächerlich, aber zu diesen terraformten Seen kann man einfach nicht Nein sagen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es sein wird, endlich draußen zu sein. Für uns wird es Plasma-Gin und Sonnenuntergänge geben, mein Freund. Nach den ganzen Strapazen, die wir hinter uns haben, ist das das Mindeste, was wir verdient haben. Na, wenn das nicht unsere beiden Faulenzer sind. 5 Sekunden länger und ich hätte diese Schicht von eurer Abrechnung gestrichen. Wie ist die Lage? Der Eingang wird von Hydra-Anemonen blockiert. Und da du dafür bezahlt wirst, solche Angelegenheiten zu regeln, dachte ich, ich wäre so nett und lasse dich deine Credits verdienen. Bin schon dabei.
glaube, ich lasse die Steuerung jetzt so, wie sie jetzt ist. Immer noch blockiert? Sehr schön. Wingman, du gehst zuerst rein und sicherst einen Weg zum Kern. Der Techniker wird mit etwas Abstand folgen, falls etwas repariert werden muss. Wie viel Abstand? Genug für eine Kehrtwende, falls es Schwierigkeiten gibt. Die anderen warten mit mir draußen, bis ich das Signal gebe. Alles klar, ich gehe rein. Soll ich da die Viecher kaputt machen? Sieht aus, als hätte die letzte Schicht den Asteroiden nie verlassen. Oh. Erreiche den Kern, okay. Einsammeln, warte mal. Muss, glaube ich, noch mal die Einstellung ein bisschen Empfindlichkeit beim Zielen. Aber es ist mir ein bisschen zu nervös irgendwie. Was ist das? Hier sind jede Menge tote Outlaws und Minenarbeiter. Ja, und da die Hydren Zeit hatten, sich auszubreiten, sie aber noch nicht verschlungen haben, würde ich sagen, sie haben sich vor weniger als 48 Stunden gegenseitig umgebracht. Verdammt. Vielleicht solltest du doch besser umkehren. Einige der Outlaws könnten noch am Leben sein. Vergiss Callahan. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Der Zugang zum Kern ist eingestürzt. Versuch's mal mit deinen Raketen. Achso. Wer auch immer die geschickt hat, könnte noch da drin sein. Wir werden sehen. Warte hier, ich seh mal nach. Sei vorsichtig.
Okay, da kann man nichts machen. Endlich, mein Rettungsteam. Ich habe keine Ahnung, wer Sie sind. Hey, du bist GNB-Abschaum. Damit mache ich dich fertig. Tut mir leid, Kumpel. Aber hier draußen gibt's keine Rettungstrupps. An alle, es könnte gleich heiß hergehen. Wir waren Outlaws und vielleicht kommen noch mehr. Ja und? Wir haben immer noch eine bewaffnete Eskorte da draußen. Sie könnten jeden Moment hier sein. Ein Grund mehr, schnell zu arbeiten. Packen wir's an, Leute. Diese Kristalle bauen sich nicht von selbst ab. Ben, dieser Outlaw war von Bloodstar und nicht nur irgendein Handlanger. Er hatte sogar eine speziell angefertigte Coilgun. Ich werde den Hauptschacht im Auge behalten. Und ich werde die Coilgun behalten. Hoffen wir, dass wir sie nicht brauchen. Öffne das Inventar. Direkt durch diesen Bohrer. Versucht euch vorbeizuschleichen. Ich werde sie beschäftigen. Ja,
von denen. Autsch. Warum kann ich nicht schießen? Den auch zerstören. Verschwendest deine Energie. Wir sind von einem Kraftfeld umgeben. Abwarten und das Beste draus machen. Dein Arm sieht übel aus. Ein Willkommensgruß? Ich bin schon eine ganze Weile hier. Wollten nur mal wieder schauen, ob ich rede. Wo haben sie dich aufgegabelt? Ist das eine GNB-Uniform? Gut erkannt. Diese Typen haben keinen Stil. Amateure. Die werden versuchen, einen guten Preis für dich rauszuschlagen. Wenn du dich so gut auskennst, müsstest du doch einiges über Outlaws wissen. Ich weiß viel mehr. Mehr, als die je aus mir rauskriegen werden. Hört ihr? Wenn das mal nicht die Gasmaske ist, wo ist dein Boss? Die Dinge haben sich geändert, Bashar. Und weil dein Zellenkollege den Chief umgebracht hat, habe ich jetzt das Sagen. Hat er das? Und ich werde dafür sorgen, dass du für deine Beleidigung mehr leidest als je zuvor. Wo ist mein Freund, Corbin Grendel? Er ist auf der Krankenstation. Noch. Vielleicht lebt er lange genug, um noch etwas Lösegeld anzubringen. Laut DNA-Scans bist du ein militärischer Klonpilot. Kein Wunder, dass du meinen Vorgänger erledigt hast. Ich frage mich, wie viel du wert bist. Was, wenn ich dein Profil rausschicke? Schlechte Idee. Dir würde nicht gefallen, wer mich dann suchen kommt. Warum?
Warum sollte ich auf einen Klon hören? Ich weiß, wie man Geschäfte macht. Interessant. Die Station steht unter Beschuss. Bemannte Geschütze. Freunde von dir? Ja, solche, die mich tot sehen wollen. Stromausfall. Das Kraftfeld ist weg. Das ist unsere Chance. Stemmen wir die Tür auf. Los! Hilf mir! Komm her! Zieh! Verschwinden wir, solange sie abgelenkt sind. Hier geht's zum Hangar. Warte, ich gehe nicht ohne meinen Freund. Sei kein Idiot. Er ist so gut wie tot. Na gut, hol ihn. Aber schnell. Hey, Ben. Was ist los? Das ist unsere Chance zu verschwinden. Komm. Vergiss es. Ich bin erledigt. Ich bring dich hier raus. Keine Widerrede. Hier drüben. Danke fürs Warten. Keine Ursache. Vielleicht habe ich mehr Glück mit einem Klonpiloten. Angreifern wird geraten, sich sofort zurückzuziehen. Überleben wollen. Mach dich bereit zu springen. Keine Chance. Die Antriebe sind blockiert. Da unten ist ein Sprungstörsender. Ich hoffe, du weißt, wie man mit einer Kanone umgeht. Das ist nicht mein erster Tanz. Richtig, die Sache mit dem Militärklon. Rumballern liegt dir in den Genen. Irgendwie bin ich ein bisschen verdreht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss ein bisschen die
Geschwindigkeit wahrscheinlich ein bisschen, irgendwie habe ich den bisschen nicht umgekriegt. Steuerung, Gamepad. Ich mache mal die Empfindlichkeit noch ein bisschen runter. Irgendwie ist es viel zu extrem. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall ist das viel angenehmer, muss ich jetzt sagen. Irgendwas heranziehen. Wo bist du? Mal. Das ist unsere letzte Warnung. Leite Scan aller Einheiten ein. Einen militärischen Klon zu unterstützen, ist ein Verstoß gegen den Friedensvertrag. Übergeben Sie ihn. Wir finden ihn so oder so. Sind Sie hinter dir, Herr? Ich habe der Gasmaske gesagt, er soll mein Profil nicht senden. Bringen wir es zu Ende und hauen ab. Okay, nur einmal draufbleiben, dann saugt er sein. Du hast die Ulti deines Schiffs vollständig aufgeladen. Ultis sind spezielle Schiffsfähigkeiten, die aktiviert werden können, um eine mächtige offensive oder defensive Fähigkeit zu entfesseln. Sie werden normalerweise durch das Abschießen von Gegnern aufgeladen und müssen benutzt werden, um wieder aufgeladen werden zu können. Okay. Achte darauf, deine Ulti nicht an einem einzigen schwachen Gegner zu verschwenden, aber hebe sie auch nicht zu lange auf. Da es nur eine Frage der Zeit ist, wann die Ulti wieder voll aufgeladen ist. Du kannst die Ulti auch unterbrechen, während sie aktiv ist, um die verbliebene Energieladung zu erhalten. Okay. Mr. Roslin, ich schlage vor, dass Sie Ihren Sentinel kampflos übergeben.
Halt dich fest, Kumpel. Wir erreichen gleich Supralicht. Oh, Mann. Und tschüss. Puh. Alles okay, Ben? Verdammt. Er ist ohnmächtig. Sie versuchen uns zu orten. Du musst deinen Navigationscomputer ausschalten. Sofort. Ich kann doch nicht blind fliegen. Tu es. Okay, die Anzeige ist leer. Was jetzt? Ich gebe dir die Koordinaten. Moment. So, siehst du die hübsche Markierung? Das ist unser Ausweg. Ich habe schon öfter Klone kämpfen sehen, aber verdammt. Nicht dein erster Tanz. Du bist eine verdammte prima Ballerina. Wer heißt du, Kumpel? Adam. Und das da hinten ist Ben. Er braucht dringend einen Sanitäter. Die einzigen Sanitäter hier draußen arbeiten für G&B und da willst du im Moment nicht sein. Nicht mit einem Flottenhaftbefehl im Nacken. Mann, wir waren schon mit einem Fuß aus der demilitarisierten Zone raus. Sag mir nicht, dass du so einen G&B-Rentenvertrag hattest. Er heißt Lionel Grady Ruhestandsplan. Pläne sind was für Narren, mein Freund. Ich bin übrigens Dax. Versetzen wir deinen Kollegen in meinem alten Versteck in Stasis. Das gibt dir etwas Zeit, um zu überlegen, wie du sein Leben retten kannst. Schätze, ich habe keine andere Wahl.